Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 26. Februar. Ich grüße Sie. Wir sind heute wieder zum Wochenabschluss am Start, um uns auf den Währungsmarkt zu konzentrieren. Hierbei den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar nochmals in den Fokus zu nehmen und sozusagen auszuloten, was hier möglich ist. Wir hatten unlängst, Sie sehen es rechts oben an der Tagesschart-Einschätzung, schon die Intention, zu Wochenbeginn hier einen Anlauf an den Widerstandsbereich zu sehen. Schauen wir uns direkt mal konkret an. Widerstand um 0,6730. Das Gegenteil war der Fall. Der Preis orientierte sich lieber direkt nach unten und testete hier bei den Aufwärtstrend, die Aufwärtstrendlinie seit Januar. Sie sehen hier wunderbare Punktlandung. Seitdem ging es jetzt hier 3 Tage nach oben, inklusive heute. Und was sehr schön zu sehen ist, auch wenn wir gerade von den Tageshochs zurückkommen, wir haben den Widerstand hier überwunden. Ergo, bleiben wir über 0,6730, sieht das ganz gut aus und dann muss man diesen grauen Pfeil 1 definitiv blau machen. Es sieht so aus, als würde der Preis oder das Preisverhältnis, das Währungspaar vielmehr diesen Widerstand hier bei 0,6865 angreifen. Rund dieses Niveau oder 64, machen wir 65, lässt sich besser ableiten. Dieses Niveau scheint jetzt hier erreichbar, entweder direkt, faktisch aber wichtig, dass wir hier, und dann mache ich den Fall doch mal aktueller, dass wir hier oberhalb von 0,6730 bleiben. Der Neuseeland-Dollar also mit einem Stück weit positiven Bias. Rücksetzer könnten, wie gesagt, jetzt hier als Einkaufschance dienen, vielleicht sogar in der nächsten Woche. Wenn der Preis also hier sich über 0,6730 stabilisiert, stehen die Chancen gut, dass der Markt hier nach oben geht. Nach unten auch gerade heute unter den Widerstand, den jüngst gebrochenen Widerstand, sollte es nicht gehen. Ansonsten kann man hier nicht ausschließen, dass nochmal die Trendlinie getestet wird, würde dann hier entsprechend eine solche Bewegung initiieren können. Beim abermaligen Test, das sieht eigentlich ganz gut aus. Grundsätzlich also hier der Kiwi mit einem bullischen Unterton. Das zeigt auch hier mit Blick auf die kommenden 20 Tage jetzt die Tendenz, dass wir hier doch eine anziehende Preistendenz vor uns haben. Saisonal mit Rückenwind, technisch mit Rückenwind, meine lieben Zuschauer, das ist genau das, worauf ich immer gern Wert lege. Also ergo, das sieht hier ganz gut aus beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar und weiteres Potenzial kurzfristig bis eben 0,6865 Roundabouts sind möglich. Im Sinne der Saisonalität, im Sinne des technischen Ausbruchs, wirklich eine hervorragende Situation. Und wenn wir uns ein Stück weit rauszoomen, dann wäre eben hier sogar noch diese Trendlinie bei knapp 0,70 denkbar. Diese kommt hier vom Oktober 2014, hier schon mal mit einem Fehlausbruch im April 2015. Aber diese Trendlinie wäre hier technisch gesehen das nächste Ziel, wenn es hier über diesen Widerstand hinausgeht. Also Neuseeland-Dollar, US-Dollar, auf jeden Fall interessant. Ich selbst habe jetzt hier keine Penny nach oben platziert, würde mir aber auf jeden Fall einen Rücksetzer als Einstiegschance mal vorbehalten, sofern er denn kommt. Heute ist jedoch, und das ist interessant, statistisch der schwächste Wochentag beim Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das passt sozusagen mal nicht ins Bild. Und auch heute hier interessanterweise die FTSE-Logik. Denkbar bärisch, aber auch das ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass natürlich hier kein Garant für solche Pattern-Abfolgen gegeben ist. Dennoch heute der Tag hier grundsätzlich sowohl vom Wochentag bärisch als auch hier von dem FTSE-Vektor-Logik-Pattern heute hier knapp 67% Trefferquote 132 Mal erschienen während der letzten 16 Jahre und hier eben im Schnitt minus 0,8%. Das ist eine Hausnummer. Das hat so ein Stück weit, auch wenn das Pattern aufgrund des Verlaufshoch, was hier deutlich über 0,6711 liegt, sozusagen ein Stück weit aufgelöst. Ja, wir haben ja heute hier ein Tageshoch schon gesehen bei 0,6774. Das ist deutlich drüber. Insofern kann man das bärische Pattern fast en acta legen. Auch ist hier der Freitag, der natürlich bärisch ist, jetzt hier ein Stück weit auch wieder zu relativieren, denn der Ausbruch ist bullisch, bleibt es dabei, muss man auch hier unterstellen, dass man im Overall Fear, also in der totalen Wochentendenz der Kiwi hier mit 54% positiver Schlusspreise, also im Blick während der letzten 16 Jahre ganz klar den bullischsten Tag hat. Ähnlich wie Gold. Der Freitag, der bullischste Tag ist beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar im Overall View auch der Freitag, der bullischste. Sie sehen es, 54% positive Schlusspreise am Freitag ist ganz klar die beste Zahl an allen Wochentagen. Der Freitag, der schlägt hier eben ein Stück weit quer mit Blick auf die letzten 52 Wochen, aber das ist eben die statistische Tendenz der letzten 52 Wochen. Das kann sich natürlich umkehren. Heute, wie gesagt, sieht es sehr gut aus, trotz des negativen Wochentags, trotz der oder des negativen FTSE-Vektor-Logik-Patterns, was im Prinzip schon aufgelöst ist aufgrund der neuen Hochs, dürfte es hier eher noch weiter gen Norden gehen. Also Bias ist sehr, sehr gut. Schauen wir uns das jetzt abschließend nochmal im Stundenchart an. Hier die Situation
Im Stundenchart, wenn es einen Pullback geben sollte, ich mache jetzt hier mal so eine Zone draus, dann wäre das hier wirklich eine schöne Situation, 0,6730, eben vielleicht ein Stück tiefer, 0,6720. Das ist auf jeden Fall eine Zone, die man als Kaufchance nehmen könnte. Aber ob einem der Markt den Gefallen tut, das wage ich mal fast zu bezweifeln. Man kann jetzt hier so eine Art kleine Bullflag unter Umständen visualisieren. Das heißt, wenn wir hier diesen laufenden Abwärtsimpuls brechen würden, also hier in Bälde sozusagen umdrehen, dann wären die Chancen auf jeden Fall gut, dass wir hier weitere Hochs vollziehen. Und der Neuseeländer oder gegenüber dem US-Dollar hat ja bislang auch erst am heutigen Tag 31 Pips zurückgelegt. Im Schnitt bewegt er sich hier so zwischen 90 oder 85 und 95 Pips. Das heißt also, das Zweifache kann noch draufkommen. Und wenn die Konsolidierung hier im Bälde endet, muss man davon ausgehen, dass hier eigentlich weitere Preisnotierungen nach oben möglich sind. Also hier ein Pullback wäre meines Erachtens durchaus eine interessante Kaufchance. Ergo aber, wenn es in die andere Richtung geht, insbesondere die Trendlinie gebrochen wird, die Tiefs dieser Woche und der vorletzten Woche, dann muss man sagen, hier unterhalb von 0,6550 speziell sieht es dann wohl eher bärisch aus. Dann kann man doch diese Option hier fahren, wenn es denn, wie gesagt, aber zu Rücksetzer kommen sollte, die ich aktuell so nicht am Horizont sehe. Dafür ist der Bias gerade im Sinne der Saisonalität und des laufenden Ausbruchs meines Erachtens viel zu günstig. Gut, liebe Zuschauer, damit hätten wir auch schon das Devisenradar für heute, für den Freitag abgearbeitet. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Trading-Aktivitäten und auf bald, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.